Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Ja, es ist ja immer noch Pfingsten, wenn auch schon Pfingstmontag, also der zweite Pfingstfeiertag. Und traditionell in unserer Kultur ist ja Pfingsten, da feiern wir ja die Ausgießung des Heiligen Geistes. Als der Heilige Geist ausgegossen wurde, da war das eine besondere Situation, die Jünger, die den Heiligen Geist empfangen haben, die sprachen plötzlich in Zungen. Das heißt, sie sprachen eine Sprache, die gar nicht normal verständlich war, sondern da waren göttliche Stimmen, Engelsstimmen, alles Mögliche zu hören, nur nicht menschliche Stimmen. Ja. Und dann sind sie von diesem Heiligen Geist erfüllt worden. Es muss ein sehr nachdrückliches, emotionales Erlebnis gewesen sein, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben. Ja. Heiliger Geist wird manchmal so als so eine Taube am Altar dargestellt, die so gen Himmel fliegt oder aus dem Himmel kommt. Ja, das sind so die Darstellungen in unserer Kultur. Im Zen nennen wir den Heiligen Geist Bushin, Buddha-Herz oder Buddha-Geist, Bushin. Manchmal sagt man ja auch Buddha-Natur. Ist natürlich nichts anderes als was in anderen Religionen als die göttliche Natur oder sowas aufgefasst wird. Ja. Der Bereich, den wir zwar ahnen oder auch manchmal verkörpern können, und gleichzeitig versperrt uns das Karma unserer Sprache, dass wir das direkt auffassen können, was Bushin, Buddha-Geist, wirklich ist. Ja. Wir versuchen es dann zu erklären und einzuhegen in bestimmte Kategorien und so. Aber natürlich ist der Bushin, Buddha-Geist, unfassbar, grenzenlos und wenn wir ihm begegnen, dann spüren wir das, weil wir plötzlich ergriffen sind von dieser Tiefe, Weite, Unendlichkeit und Sprachlosigkeit. In Wirklichkeit können wir Zeugnis auch nur ablegen, wie die Jünger Jesu. Man kann da sowas daher stottern, was man erlebt hat, aber zu mehr reicht es auch nicht, ja. Also für eine WhatsApp-Nachricht ungeeignet, was wir da so erleben, ja. Kann man auch mal schreiben, ja, ich bin gerade dem Buddha-Geist persönlich begegnet. Aber was wird unser Gegenüber mit so einer Nachricht machen? Auf jeden Fall gibt es in Asien seit alters her die Vorstellung, dass das gesamte Universum auch nicht nur als Geist besteht, sondern gleichzeitig als Form. Und für gewöhnlich wird gesagt, alles, was existiert, besteht aus den vier Elementen: Erde, Wasser, Luft, Feuer. Das waren so die Atomtheorien des Altertums.
Wenn diese vier zusammenwirken, dann entsteht Leben, dann entstehen Formen, dann brennen die Kerzen, die Blumen blühen. Ja, das ist das Wirken, das Zusammenspiel, das harmonische Zusammenspiel der vier Elemente. Und dann gibt es auch immer wieder den Zustand, wo sich die vier Elemente trennen. Also Thosu fragt beispielsweise in Koan 47 Mumonkan: Wohin gehst du, wenn sich die vier Elemente trennen? Interessante Frage. Wohin gehen wir, wenn sich die vier Elemente... Wir haben da am Anfang hier im Session das Bild des Horizonts gebraucht, dass wir hinter dem Horizont weiter existieren. Und was bedeutet das denn, ja, hinter dem Horizont weiter zu existieren? Nach klassischer östlicher Vorstellung bedeutet, dass der den Übergang in die Welt der Formlosigkeit, wenn sich die vier Elemente trennen, dann werden wir formlos. Und wie existieren wir denn nun formlos weiter? Das ist eine Frage, die sich natürlich die Mönche in alter Zeit auch immer gestellt haben. Und jemand ist auch zu Rinzai gekommen und fragte: Welcher Zustand ist das, in dem die vier Elemente formlos sind? Also dieser chaotische Moment, ja, Formlosigkeit. Der Meister sagte: Ein Moment des Zweifels in eurem Denken und die Erde wird euch erdrücken. Ein Moment der Gier in eurem Denken und das Wasser wird euch ertränken. Ein Moment des Zorns in eurem Denken und das Feuer wird euch verbrennen. Ein Moment der leichtsinnigen Freude in eurem Denken und der Wind wird euch umherblasen. Gewinnt ihr diese Einsicht, dann werdet ihr nicht von den Umständen hierhin und dahin getrieben. Wenn ihr überall die Umstände nutzt, dann springt ihr auf im Osten und sinkt nieder im Westen, springt auf im Süden und sinkt nieder im Norden, springt auf in der Mitte und sinkt nieder am Rand, springt auf am Rand und sinkt nieder in der Mitte, lauft auf dem Wasser, als sei es Land, und lauft auf dem Land, als sei es Wasser. Ja, was will uns da sagen? Ne? Gut, also die vier Elemente sind auch eine Zusammenfassung der Bedingungen für unser Entstehen, ja, der Umstände, aus denen wir entstehen. Und was der Rinzai hier mit Einsicht gewinnen meint, ist vor allem, dass wir klar haben, wer kreiert die Umstände. Unsere landläufige Auffassung ist ja, die Umstände machen uns. Aber wir machen da keine Umstände. Ja? Wir machen manche Umstände, aber nicht
Wir machen nicht die Umstände, ja. Und das ist hier eine andere Sicht, die Rinzai hier hat, ja. Er sagt ganz klar, also, wir machen die Umstände, wir machen die Objekte unseres Wahrnehmens, wir zerstören diese Objekte und wir zerstören eventuell auch die Umstände. Und all das ist nichts anderes als Produkt unseres eigenen Geistes. Wir können niemand anders dafür verantwortlich machen. Und nach seiner Auffassung bedeutet Zen-Meister zu sein, dass man als Zen-Meister Meister aller Umstände überall ist. Der Roshi sagte, Zen-Master is only master of circumstances, nothing else. Ist aber schon eine ganze Menge, Master of the Circumstances zu sein. Er ist kein Wundertäter und so weiter, das ist damit gemeint. Aber das Meistern der Umstände ist ein Kennzeichen eines Zen-Meisters, dass er keinem Umstand ausgeliefert ist, weil er sich sagt, jeder Umstand, der hat was mit meinem eigenen Geist zu tun. Dass mir das jetzt begegnet, ist ein Spiegel meines eigenen Geistes. Wenn wir so durch die Welt gehen, haben wir keine Feinde mehr, außer einem, nämlich dem, der sich zum Opfer erklärt. Solange er sich zum Opfer erklärt. Wenn wir uns nicht zum Opfer erklären, wenn wir die Verantwortung übernehmen für all das, was uns begegnet, dann können wir uns frei und ungezwungen in der Welt bewegen und müssen keine Angst mehr vor dem Tod haben. Also, Rinzai fährt da fort. Wie ist das möglich? Weil ihr erkannt habt, dass die vier Elemente wie Träume sind, wie Illusionen, Jünger und Jüngerinnen des Weges, dass du, welches gerade meinem Vortrag lauscht, das ist nicht deine vier Elemente. Dieses Du macht Gebrauch von deinen vier Elementen. Wenn ihr das ganz verstehen könnt, dann seid ihr frei zu gehen oder zu bleiben, wie es euch gefällt. Und von meinem Standpunkt aus gibt es nichts, was man ablehnen oder missbilligen könnte. Wenn ihr das Heilige mögt, was heilig ist, ist nichts weiter als der Name heilig. Man könnte diesen ganzen Abschnitt auch noch etwas freier ausdrücken, etwas moderner. Also Linzi redet über die Eigenschaften der vier Umstände, nämlich ihre Härte, ihre Feuchtigkeit, ihre Hitze und ihre Bewegung. Und er ordnet sie den Empfindungen der Menschen, dem Zweifel, der Liebe, dem Ärger und der Freude zu. Und er redet über den Geisteszustand derjenigen, die die wahre Einsicht noch nicht erlangt haben. Ja? Und deshalb erwidert er, na, wenn sich ein Moment des zweifelnden Geistes erhebt, dann wird dieser zweifelnde Geist
klumpig. Klumpig wie die harte Erde. Ihr seid ja nicht mehr flüssig, sondern klumpig. Ihr werdet davon behindert und euer freies Wirken wird zunichte. Wenn auch nur ein Moment eines anhaftenden Geistes entsteht, dann wird dieser Geist feucht wie Wasser, haftet an und lässt euch schließlich ertrinken. Und wenn auch nur ein Moment eines ärgerlichen Geistes auftaucht, dann wird er zu Feuer, brennt lichterloh und ihr verbrennt. Ein Moment der frohen Leichtsinnigkeit wird zu Wind und lässt euch umherirren. Wenn ihr diese Bewegung eures Geistes klar erkennt, dann werdet ihr nicht mehr von den vier Umständen herumgerissen, sondern könnt sie im Gegenteil frei und ungehindert gebrauchen. Und dann passiert das, dann könnt ihr im Süden auftauchen, im Norden untergehen und so weiter. Geht auf Wasser, als wäre es Land, ja. Ja, schön, hoffentlich klappt das. Gut, aber der Kern dieser ganzen Aussage ist in meinen Augen eine Ermutigung dazu, wirklich sich mit den Umständen, die uns begegnen, anzufreunden. Ich hatte schon dieses Bild benutzt von der verklärten, erleuchteten Haltung des zweiten Silas. Nicht nehmen, was dir nicht gegeben ist. Nimm. Nimm es alles. Nimm alle Umstände. Nimm sie und nimm sie in dein Herz. Wie ist das Buddha-Herz? Da haben wir alle. Und lass es uns in das große Buddha-Herz hineinnehmen, was uns begegnet. Lass uns dieses verzwergte Anpassungsgeschrumpfe mal loslassen. Das ist ja furchtbar, ja, dass man sich dann so klein gemacht hat. Raus aus diesem Kokon, ja. Und wieder zurück. Wir haben die Fähigkeit, Herren und Frauen und Meisterinnen und Meister der Lebensumstände zu sein, wenn wir dazu Ja sagen. Wenn wir dann nicht noch so ein bisschen betreten vor uns hinlallen, sondern wenn wir einfach mal klar sagen, wir machen's. Und das ist meiner Meinung nach der Geist von Pfingsten. Wir machen's. Die Jünger hatten keine Ahnung, was ihr Auftrag war. Da hörte alle möglichen Stimmen und so. War alles noch unsortiert, ja. ChatGPT gab es nicht, was da in kürzester Zeit was Erklärbares draus gemacht hätte, ja. Ja, das ist noch heute mit dem Buddha-Geist. ChatGPT funktioniert da nicht, ja. Müssen wir schon selber machen. Aber zum Glück dürfen wir das ja auch. Als Nelson Mandela seine Antrittsrede gehalten hat als Staatspräsident 1994, da hat er eine wunderbare Rede gehalten. Und aus der möchte ich noch mal kurz zitieren hier. Für uns in Erinnerung nach 30 Jahren. Er sagte damals, unsere tiefste Angst ist nicht unzureichend zu sein. Das ist nicht unsere tiefste Angst. Das haben wir ständig. Ja, unzureichend. Ja. Entschuldigung, dass ich existiere und so weiter.
Unsere tiefste Angst ist, dass wir mit unermesslichen Vollmachten ausgestattet sein könnten. Das ist wirklich beängstigend, ja. Und deshalb schrumpfen wir uns lieber so ein bisschen klein, dann haben wir so einen Überblick und so weiter. Dann begegnet man wenigstens etwas Bekannten, nämlich dem bekannten Unwesen und nicht dem unbekannten Wesen. Es ist oft leichter, dem bekannten Unwesen zu begegnen. Aber er meint, wir sind möglicherweise mit unermesslichen Vollmachten ausgestattet. Also das ist unsere tiefste Angst, dass das sein könnte. Es ist das Licht in uns, nicht die Dunkelheit, was uns Angst macht. Wir beschäftigen uns ja ganz gerne mit unseren Schatten und so. Traumaarbeit, alles Mögliche. Ne? Aber wir beschäftigen uns wenig mit dem Licht in uns. Mit diesem strahlenden Glanz. Eine glänzende Perle. Ich erinnere noch mal daran. Ja, es ist das Licht in uns, nicht die Dunkelheit, was uns Angst macht. Wir fragen uns, wieso sollte gerade ich glänzend, hervorragend, begabt, brillant sein? In der Tat, gibt es etwas, wozu du nicht fähig bist? Frag dich das. Du bist ein Kind Gottes. Damit, dass du dich klein machst, leistest du der Welt keinen Dienst. Es zeugt nicht von Erleuchtung, sich so lange einzuschrumpfen, bis sich niemand in deinem Umfeld mehr unsicher fühlt. Das ist so eine geübte Praxis, ja. Schrumpf mich doch ein bisschen ein und so. Nachher mögen mich alle. Ich bin ein harmloser, kleiner Knirps. Sowas hat man gerne auf dem Schoß, aber nicht irgendwie so. Wir wurden geboren, um Gottes Ruhm, der in uns steckt, zum Ausdruck zu bringen. Er ist nicht nur in einigen von uns, er steckt in jedem und jeder. Und indem wir unser eigenes Licht scheinen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. In dem Maße, wie wir selbst von Furcht frei geworden sind, befreit unser Gegenwärtigsein automatisch andere. So funktioniert das hier mit alle Wesen erretten. Ja? Das ist die Methode. Frei werden von der Angst, klein zu sein, seine eigene Buddha-Natur verkörpern, ja? Das eigene Licht nach draußen bringen. Da können wir einen großen Beitrag leisten in der Gegenwart. Auch gerade unter den Zeitgenossen, die da die ganze Zeit sprechen von wir müssen uns kriegsbereit machen, wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten. Diesen ganzen Heinis, ja, denen könnten wir wirklich mal dieses Licht entgegensetzen. Bushin. So. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.